Welcome back to another German food review, and it's special time. Yeah, look at this. As a comparison, yeah. you can't see anything, but yeah, I will show it to you. Okay, I hope it's well packed. But yeah, look at this. It's a döner from Berlin, of course. Yeah, the best döners are from Berlin. do you agree? And here a couple of towels. I think we need them. And yeah, what is this? It's a Dürüm döner. Yeah, with Ü. It's not a normal döner. And the difference is easy. It's just flatbread. Yeah, flatbread. I like this. That's nice. It's soft, thin, and tastes very yummy. Yeah, normal döner is in a normal flatbread. Yeah, but this one is in this here. And as you can see, compare this. It's my fist. Yeah, it's really really large, and it's also really long. I measured it 28 centimeters. Yeah, over 10 inches. Okay, how do you eat this? Yeah, as you can see, the packet like this here, and then you remove this, and then you just remove a little bit more, and and then you can see the monster. Yeah, this is a Dürüm Döner from a snack bar called Bali or Bali. I'm not sure. Bali, I think. And I will show it to you. That's not the best picture. I'm sorry. That's how it looks. A typical Döner snack bar. Yeah, Bali. And this one is a special one, yeah, and I will show you why. Take a look at this. That's a normal person here, and that's the meat. Look at this size, yeah. Insane, isn't it? And they use one or two of these per day or more, I'm not sure. But that's, yeah, that's insane. Look at this meat. Look at this size. Yeah. Insane, isn't it? Okay. yeah, this one is here, is 5 euros, yeah, quite expensive, but I think, yeah, most people can finish this one. I can, of course, but, yeah, most people can't finish this, and, yeah, I saw this. Okay, let's, I don't want to cut it, but, yeah, I think I need to cut it. To show you what's inside. But of course you don't cut it, you eat it like this, yeah. You just hold it and then you bite in it, but I will cut off the top here. Where's my knife? Where's my knife? Here's my knife. Okay, and I will cut it here. Oh no, that doesn't work. Does it work? No. Okay, I will bite it and then I will show it to you. Yeah, never cut the Dürüm. Yeah. Okay. Yeah. Last look at this monster size. And I will bite in it. Wow, amazing. Okay, that's how it looks. Yeah, it's a Dürüm special. It's twice the meat than a normal Dürüm. Yeah, a normal Dürüm is 4.50 euro, and for the twice as much meat, we pay 50 cents extra. Okay, what's on here? Look at this green stuff. I think it's paprika. Then there's cucumber and cabbage. Yeah. You can choose between these, of course. If you don't like something, then don't put it on. Yeah, I don't like red cabbage. That's why it's not on here. But I think there's white cabbage on here. Let me bite in again. Oh, too much meat. Yeah, too much meat. Also, it is very
Okay, very, very yummy. It's of course not too much meat, but you can see the vegetables. Yeah, it's a nice amount of meat. That's why you eat the durum, you want the meat. Of course, there are vegetarian versions of it. Yeah, and there's sauce on it, and typically you can choose between three sauces in Germany. Yeah, maybe there are some exceptions, but usually three. And it's chili, herbs, and garlic, and I prefer garlic. It's a really nice taste. Yeah, look at this. Yeah, comparison again, it's my fist, yeah. And that's the durum special. I will bite in again. I hope there's... Oh. Lettuce. I think that's paprika. Let me taste this. Yes. Paprika. And tomatoes, yeah. Tomato pieces. No slices. I think that's it. It's different, yeah. Every producer has different lettuce and stuff. Different sauce, that's a nice thing about the Döner in Berlin. They taste different in each producer. Makes a different Döner. And you can choose. It's insane. In my area where I live, in a radius of, let's say, 500 meters, there are 6 or 7 snack bars, Döner snack bars. It's insane. Yeah, that's just fast food number one in Berlin. Let me bite in again. Look at this meat. Nice sliced meat. And the sauce, nice. And a little bit of vegetables. That's awesome. Double thumbs up, yeah, that's an awesome piece of Döner, kebab, durum. Oh, would you like to bite in this? Yeah, yeah, this side, of course. look at this, it's huge, yeah. Could you eat one of this, yeah? It's, I think, over 700 grams calories. Yeah, they don't measure this, but I think, yeah, it's very high. But I don't care, that taste is awesome. Look at this meat. Mm. Yeah, it's salty meat taste. That's not the best meat you can buy in Berlin, but it's okay. Yeah. It's good. It's a good Döner meat. And yeah, I like this Jufka here, this dough. That's very nice. Okay, thanks for watching. I will continue in German. Ja, heute gibt's hier etwas Besonderes. Natürlich nicht Besonderes, nicht, also nicht wirklich besonders. Aber guckt euch das an, ist jetzt natürlich schon ausgepackt. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ein Dürüm. Ja, aber vergleicht erst mal die Größe hier. Ist ein Riesendürüm. Ja, mein Arm. Habe ich ausgemessen, ungefähr 28 cm. Ja, das Ding ist hier ziemlich breit, es geht auch länger und so. Variiert ein bisschen. Ja, und ist von der Dönerbude Bali oder Bali, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Gibt's mehrere, aber das Original ist in Tempelhof. Und sieht so aus. Ja, Bali. Ja, sieht aus wie eine normale Dönerbude halt. Aber das Besondere ist, guckt euch mal das hier an. Ja, jetzt zwei normale Personen und jetzt guckt euch mal dieses diesen Fleischspieß hier an, ja. Wahnsinn. Wie groß das ist. Davon verbrauchen die locker ein oder zwei am Tag. Einen locker, da hängen immer abends dann andere dran als früh. Ja, ist Wahnsinn. Ist nicht das beste Fleisch, Dönerfleisch in Berlin. Ja, aber ist okay. Ja, ist für die Masse natürlich. Ja, da ist jetzt eine Maschine dran. Früher haben sie es per Hand geschnitten, jetzt ist eine Maschine dran. Die verbrauchen so viel Fleisch, das ist einfach krass. Und so sieht es dann aus. Dürüm, ja, besteht aus diesem Jufka-Teig hier. Flatbread in Englisch. Jufka Flatbread, Dürüm, no, Rolle, ich weiß nicht genau. Was noch drauf? Ja, dann Fleisch natürlich. Das ist hier ein Dürüm Spezial, kostet 5 Euro. Da ist der doppelte Fleisch drauf. Und hier Salat, ja.
ist ja immer unterschiedlich, der Salat. Ein bisschen normalen Salat, ein bisschen Weißkrautsalat ist, glaube ich, hier drauf. Zwiebeln natürlich, Tomate, Gurke, ja, alles sowas. Das Beste ist natürlich das Fleisch und der Teig hier und Soße. Ja, ihr könnt ja mal wählen zwischen drei Soßen. Gibt es bei euch mehr in der Dönerbude? Esst ihr überhaupt Döner oder Dürüm? Gibt es auch eine Veggie-Variante von. Ja, drei Soßen. Ich bevorzuge Knoblauchsoße und hier ist die mag ich hier, die Knoblauchsoße, die ist gut. Aber könnt ihr natürlich mixen, was ihr wollt. Ja, 5 Euro kostet dieses Monster. Nicht jeder kann das essen, fertig essen. Ich kann es auch natürlich, aber ja, würdet ihr das schaffen? Das sind über 700 Gramm, glaube ich. Ja, ich habe schon welche gesehen, die es nicht geschafft haben. Ja, schaffe ich locker, ist da bloß ein Dürüm und dann gescheitert. Ja, das liegt doch irgendwie sehr, ganz schwer im Magen immer. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber es schmeckt super. Guckt euch dieses schöne Fleisch an. Oh. Ja, ich beiß mal rein. Ist super, man kann es so halten und dann einfach reinbeißen. Nichts fällt ab. Dann denken die Kumpels natürlich mit. Das kann man einfach abziehen. Und dann wickelt ihr das einfach so ab und könnt es immer schön weiter essen. Das ist sehr geil. Oh, salzig. Ja, kommen die besten Döner und Dürüms aus Berlin? Was ist eure Meinung dazu? Natürlich kommen sie da. Und es gibt hier einfach über viel Dönerbuden. Ja, wo ich lebe hier, im Umkreis von 500 Metern sind 6 oder 7 Dönerbuden. Das ist Wahnsinn. Ja, kann man schön wählen. Ist nicht überall gut. Ja, muss man ja dann nicht nehmen. Aber die Soße ist einfach der Hammer. Schöner Knoblauch-Taste, würziger Knoblauch-Geschmack. Hammer. Ja, als Rating gibt es ein Doppeldaumen nach oben. Das Wahnsinn, das Teil. Ich liebe dieses Ding. Ist nicht sehr, wie gesagt, man kann vielleicht besseres Fleisch essen und so, aber die Erfahrung ist einfach Wahnsinn. Oh, ich habe was vergessen im Englischen. Da sind Pommes drin. Oh, ja. Die machen noch Pommes mit rein. Ein paar. Hier könnt ihr sehen. Das auch noch dazu. Alles klar. Ja, Doppeldaumen nach oben. 5 Euro, gibt es bei euch auch so große Dürüms? Esst ihr überhaupt Dürüms oder bevorzugt ihr normalen Döner? Ich esse lieber einen Dürüm, weil das hier ist weicher. Ja. Damit reißt ihr nicht euren Mund auf. Alles klar. Noch was vergessen? Ja, Kalorien. Bestimmt über viel, aber das weiß man nicht. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.